Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind gerade am geografischen Mittelpunkt des Saarlandes und wir begrüßen euch heute zur zweiten Etappe. Diese startet in Obersalbach im Stadtverband Saarbrücken und endet in Schmelz, das gehört zum Landkreis Saarlouis. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 20 Kilometer so sind, dann bleibt dran! Guten Morgen aus dem schönen Obersalbach. Guten Morgen und schöne Grüße an Heidi und Mike vom Kanal Meilen-Mike.
Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Landschaftlich hat es uns jetzt nicht so gut gefallen. Es war nicht schlecht, aber gestern die Aussichten waren definitiv schöner gewesen. Highlight dieser Tour war die Aussicht oben auf dem Hoxberg und der Kaltensteinpfad. Das war mal eine Abwechslung zu dem Asphalt wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ali, machen's gut. Ciao. Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns landschaftlich relativ gut,